Reiter Walter Freitag meldet sich zur Stelle, Herr Hauptmann. Hab meine Einheit verloren. Bitte gehorsamst mich Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen. Stecken geblieben? Den hole ich Herrn Hauptmann aus dem Dreck. Dann finden Sie uns mal eine Wirtschaft. Jawohl, Herr Hauptmann. Und dabei brauche ich Hilfe. Ihr werdet mir helfen. Auf die Leibgarde Herold. Gemeinsam ist man stark. Herr Hauptmann. Was ist eigentlich der Auftrag? Eine Klarheit verschaffen von der Lage hinter der Front. Darüber kann ich Ihnen Klarheit verschaffen. Die Lage ist immer das, was man rausmacht. Lieber Herr Hauptmann. Einsatzgebiet ist geradeaus. Hitler. Ach, Sie sind der Hauptmann Siechner. Heil Hitler! Wir bringen diese aufgegriffenen Deserteure ins Lager 2, machen Sie auf. Jawohl! Aufmachen! Halt! Nicht so schnell! Hauptmann Junker! Heil Hitler! Das ist Hauptmann Herold, der ist auf Sondereinsatz. Soll Bericht erstatten über die Lage hinter der Front. Dem Führer höchstpersönlich. Dem Führer? Wir können den Führer bestellen, die Lage ist beschissen. Lager 2. Fangen Sie an. Ja. Da haben wir Freunde dabei. Wir kennen uns so. Greta? Narvik. 1940. Narvik. Wehrmachtsteil?
Fallschirmjäger. Hm. Sie? 1940, Polen. Ja, Gott, Polen 1940. Ich hab's geliebt. Ich vergesse kein Gesicht. Uns fällt es bestimmt noch ein. Ein bisschen Zeit. Ich gebe raus. Da kommen Sie. Solange wir auf Benzin warten. Das ist ein unerhörter Luxus. In der jetzigen Zeit Zuchthäuser und Arbeitslager in Betrieb zu halten. 9 von 10 Insassen sind moralisch haltlos und menschlich wertlos. Nicht wahr? Unerhörter Luxus, Sie sagen es. Stellen Sie sich mal vor. Aus den Lagern, die wir vor dem Eintreffen des Feindes evakuiert haben, wurden alle Häftlinge hierher gebracht. So, und jetzt dürfen wir sie durchfüttern, bis die Justiz hier rein sich dazu durchringt, sie endlich abzuurteilen. Und was steht auf den Plakaten? Ey, was predigt denn die Partei? Bei Plünderern? Als Ordnung machen. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verräter und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert.
Ich hab mich gegen nur den Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan. Von darin alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.